Hallo Bayern, rund 250 Euro mehr kostet jedem Autofahrer der neue Reifensatz. Grund dafür ist die verpflichtende Einführung des Reifendruckkontrollsystems. Durch diese Einführung sind die Unfälle aufgrund von Reifenschäden deutlich zurückgegangen. An sich eine gute Sache und vom deutschen Autofahrer auch ohne große Proteste einfach angenommen. Deshalb meine ernsthafte Frage, warum schafft es ein CSU-Verkehrsministerium nicht, den lebensrettenden LKW-Abbiegeassistenten verpflichtend einzuführen? Das kostet einmalig ca. 1.500 Euro und kann wirklich Leben retten. Alleine 2015 und 2016 hatten wir 40 Tote und knapp 600 verletzte Radfahrerinnen und Fußgänger, allein durch die LKW-Abbiegeunfälle in Deutschland. Ich habe kein Verständnis dafür, dass sich die Transportlobby weigert, die teils mickrigen Investitionen zu tragen und damit in die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer zu investieren. Und ich habe kein Verständnis für den CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer, denen die Bauchpinseleinheiten der Transportlobby wichtiger sind als die Sicherheit unserer Radfahrer und Fußgänger. Wie seht ihr das eigentlich? Oder sollten wir nicht komplett große LKWs in den Städten einfach verbieten?